Moin YouTube, willkommen im neuen Video. Wir haben ein paar spannende Sachen diesmal. Nein, der Rechner ist da, der muss allerdings noch fertig installiert werden. Aber ich packe den gleich schon mal mit euch aus. Heute ist Donnerstag, ich komme schon aus Nachtschicht und Training. Gefühlten 50 Grad Außentemperatur, es ist mega heiß, man hört es vielleicht, mein Ventilator läuft auch. Nicht mehr erträglich. Es ist schon fast zu warm jetzt schon wieder, ne? Ich schwitze schon wieder ordentlich. Ja, aber mehr Körpermasse, mehr Schweiß, mehr Muskeln, mehr Schweiß, so ist er da. Wir packen gleich den Rechner aus. Morgen werde ich dann, also am Freitag, mit meinem Bruder das Ding fit machen. Ne? Also alle Treiber raufspielen. Da muss noch Windows rauf. Dann natürlich das Schneideprogramm. Vielleicht schneide ich mit diesem Programm schon dieses Video. Ich weiß es noch nicht. Werden wir mal sehen. Wenn ja, kann ich das ja mal in den Shownotes, wollte ich gerade sagen, in der Beschreibung vom Video vermerken, dass das dann damit geschnitten ist. Und morgen am Freitag werden wir auch bei Schorsch die Zündkerzen wechseln und noch mal ein paar kleine Tests ausführen. Oh, mir fällt gerade ein, dass ja Amazon nachher noch kommt. Ich habe nämlich zum einen habe ich ein Auslesegerät mir bestellt, dass wir ihn, also den Fehlerspeicher beim Auto selber auslesen können. Was jetzt halt nicht schadet bei seinem Alter, dass man das ab und zu vielleicht mal macht. Vor allem, wenn irgendein Symptom auftritt. Er fährt sich aber Bombe. Also von daher. Who knows it? So, aber jetzt packen wir erstmal die Tasche raus. Seht es mir bitte nach, falls ich aussehe wie Struppi das Meerschwein. Oder Schlumpi der Hasenfuß oder was auch immer. Wie gesagt, ich war arbeiten, ich war trainieren, ich schwitze und es ist einfach nur warm. Ja. So, gucken wir mal rein ins Westpaket. Die haben so schön für gesagt. Der ist extrem leicht. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte aber gedacht, da kommt ein größerer Karton. Da ist noch ein Karton im Karton. Boah, alter, stabiler Arm. Guckt euch das an. Junge, wer ist er denn? Notebook, Computer, enjoy with me. Ich soll mich also mit ihm vergnügen. Okay. Ladekabel. Glaube ich jetzt nicht so spektakulär. Ja, Netzadapter. Ladekabel oder Netzadapter oder wie auch immer wir es nennen wollen. Das muss ich mal aufpassen. Oh, das war doch nicht flüssig. Ja, Handbuch, Treiber, Software, so der ganze Kram. Oh, der ist richtig leicht, Leute. Das hätte ich am Leben nicht gedacht. So, ich lasse jetzt mal Folie und so weit noch dran. Ist schon eine andere Welt, Digga. Also wie gesagt, ich lasse jetzt hier die Folie noch dran, weil ich den ja noch zu meinem Bruder transportieren muss. Echt leicht, hätte ich im Leben nicht gedacht. Der ist jetzt quasi so gemacht, wie ich ihn brauche. Von der Grafikkarte her, vom Speicher her. Nee, aber schickes Teil, wirklich. Also ja, und wer die Marke sieht... Manch einer kennt die Marke vielleicht. Das sieht echt chaotisch bei mir aus, ich weiß, sorry. Manch einer kennt die Marke vielleicht. Das ist die Marke Schenker. Da kann man sich seinen PC halt selber zusammenstellen lassen für die Bedürfnisse, wie man ihn braucht. Zum Beispiel, wenn du Gamer bist oder halt so was machst wie Icke und Videos schneiden willst und später mal damit arbeiten willst. Mein Bruder hat mich am Anfang gefragt, welche Displaygröße ich haben will. Die konnte ich mir auch raussuchen. Keine Ahnung. Wir haben jetzt das Größte genommen, soweit ich weiß. Also das finde ich jetzt gar nicht mal das Größte, ehrlich gesagt. Ich finde das eigentlich recht klein. Ist jetzt, glaube ich, genauso groß wie bei meinem alten Laptop da drüben. Ich sage immer Laptop, ne? Eigentlich nennt man es Notebook, aber egal. Ja. Aber gut. Ganz ehrlich, Leute, für den Anfang reicht das vollkommen, ja. Wichtig ist, dass der mit dem Programm sauber läuft und ich vernünftig die Videos schneiden kann. Und
Ganz ehrlich, auf lange Zeit kannst du dir immer noch Top-Equipment dazu kaufen, wenn du in irgendeiner Weise mehr Geld verdienst oder vielleicht sogar mit dem, was du nebenbei machst, Geld verdienst, ja, dann kannst du dir immer noch Top-Equipment kaufen. Ich habe nicht umsonst mit einem Handy angefangen zu filmen, weil ich mir so weit hier wie die Kamera erstmal überhaupt nicht leisten konnte. Ja. Und das ist vollkommen okay. Man kann damit mit kleinen Sachen auch schon anfangen. Und ich habe mal festgestellt, die Quali zwischen Kamera und Handy ist gar nicht so krass anders. Also für mich als Laie fällt mir da gar nicht so krass ein Unterschied auf. Das Bild hier in der Kamera finde ich schärfer. Und was die Kamera natürlich hat, die fokussiert immer, ne? Also die macht das Bild, wie soll ich sagen, Lichtverhältnisse gleicht es aus und sowas. Das kann das Handy natürlich nicht. Aber ich muss auch euch ganz ehrlich sagen, ich habe bei der Kamera noch keine weiteren Einstellungen vorgenommen. Da kann man bestimmt noch irgendwelche optimalen Einstellungen machen, aber Bro, keine Ahnung. Ich habe mir bis heute kein Video über die Kamera angeguckt, fällt mir gerade auf. Das wollte ich nämlich auch noch machen. Ja, manche Dinge gehen auch wieder verloren, ne? Aber mit der Zeit fuchst man sich immer mehr ein und das wird auch mit dem Schneideprogramm so sein. Mit der Zeit fuchst du dich mehr ein, findest mehr Tools oder hast mal Zeit, mehr Videos zu gucken und oder nimmst dir mehr Zeit, mehr Videos zu gucken. Und dann wird das Stück für Stück immer geiler. Ne? Ja, und wie gesagt, man kann ja auch für den hier überlegen, mal sich irgendwann einen extra Monitor zu holen. So einen gebogenen, den viele haben, so einen großen, der so um die Ecke auf Deutsch gesagt geht. Ihr kennt diese Dinger, die so gebogen sind. Und dann kannst du den ja auch da anschließen und kannst darüber die Videos schneiden. Theoretisch könnte ich sogar, weil mein Fernseher hat glaube ich auch HD. Ich glaube, ich könnte sogar über den Fernseher die Videos schneiden. Da habe ich ein Riesenbild. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Müsste ich mal testen dann. Sollte safe gehen. Aber nice. Also, morgen wird das Ding hier instand gesetzt. Instand gesetzt, Leo. Also fresh gemacht, ready gemacht. Ja, dann das Auto. Ich nehme euch morgen ein bisschen mit. Und Training ist ja morgen auch nochmal. Und Samstag auch nochmal. Ich versuche, alles in ein Video zu packen, ohne wieder den Rahmen von 30 Minuten zu sprengen. Ihr seid lange Videos gewöhnt, Leute. Kommt, ist toll. Es gibt Lost Place Videos, die gehen anderthalb Stunden. Das ist richtig geil. Ich liebe lange Videos, ne? Aber ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare droppen. Mögt ihr eher lange oder kurze YouTube-Videos? Und da sind wir auch schon. Willkommen in der Aufnahme vom Freitag. Freitag ist ja quasi so ähnlich wie mein Pump Day bei Race and Grind Hypertrophie. Nur, dass wir hier jetzt auch Bankdrücken immer mit drin haben. Hatte ich ja schon mal gesagt. Das ist der leichteste Bankdrücktag. Ich steigere hier tatsächlich aktuell auch wirklich jede Woche immer nur um ein Kilo. Um das halt wirklich leicht zu halten, ja. Also letzte Woche hatte ich hier 42,5 und die Woche 43,5 auf 8er Reps. Weil der Tag ist halt, wie gesagt, genau zwischen den drei Bankdrücktagen. Und da ja der Competition-Bankdrücktag schon schwer ist und der Tempo-Bankdrücktag dann noch schwerer ist, ist natürlich wichtig, dass der Tag dazwischen leicht ist, ne? Weil ich ja dazwischen keine Pause mehr habe, um irgendwie zu regenerieren. Ja, dann direkt im Anschluss die iPrones, halt statt, wie gesagt, der Facepuls, die ich ja wirklich die ganzen letzten Jahre gemacht habe. Bin jetzt hier schon bei 2,5 Kilo Scheiben pro Seite. Ist echt eine geile Übung. Aber man braucht halt auch so ein bisschen erstmal reinzukommen, ne, um wirklich die hintere Schulter auch adäquat zu treffen. Auf jeden Fall, die Bank sollte ich nicht nochmal auf diesen Holzboden stellen, weil die ist immer richtig schön nach vorne mitgerutscht. Ich habe dann zwei Scheiben davor gelegt, aber beim nächsten Satz ist sie dann trotzdem gerutscht. Das war nicht so geil. Hier hätte ich ja mal nachgucken können, wie man diese wunderschöne, entzückende Übung nennt. Bruh, habe ich vergessen. Ich nenne sie einfach horizontale, unilaterale Rows vom Boden oder so. Nee, vom Boden wäre falsch. Naja, wie auch immer. Eigentlich ist es ja, als würdest du da drauf sitzen und sie unilateral machen, ne? Nur dass du dich halt auf den Boden kniest. Weiter von der Sitzfläche weg bist, also noch weiter vom Kabelturm sozusagen weg bist. Und du kannst halt dadurch viel mehr Stretch in die Schulter bringen, ne? Du kannst halt wirklich die einzelnen kleinen, na, wie soll man sagen, ja, die Muskulatur der Schulter zum Teil und natürlich den Lat richtig schön auf Dehnung bringen, bevor du ihn wieder zu dir ranziehst, ne?
finde die Übung wirklich sehr, sehr geil. Und danach dann nochmal die ganz normalen horizontalen Rows, also horizontales Rudern, sitzend auf dem Pölsterchen. Beidseitig halt, ne? Dann mache ich ja jetzt immer den Beinbeuger liegend statt der Glute Ham Raise, weil ich halt, wie gesagt, mit der Glute Ham Raise im Fit One nach nochmaligem Versuch, ich krieg sie nicht eingestellt, sodass ich darauf irgendwie trainieren kann. Und die einzig Vernünftige steht im McFit Lichtenberg und Reinickendorf. Und ich möchte weder bei mir auf Arbeit trainieren, noch möchte ich nach Reinickendorf fahren. Das ist viel zu weit weg von mir zu Hause. Also habe ich mir gesagt, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach Beinbeuger liegend. Beinbeuger sitzend hatte ich am Hypertrophie-Teil schon, ist eigentlich besser. Aber ich mache ihn jetzt einfach liegend und mache die Negative ein bisschen langsamer, sodass das in etwa so ähnlich ist wie bei der Glute Ham Raise. Ja, und dann nochmal zum Abschluss Trizeps-Pushdowns. Ich mache die immer noch mit dem längeren Seil, fand ich ganz geil. Kommt man gut in den Muskel so ein bisschen rein. Ich weiß auch, dass der Trizeps bei mir auf der Bank eine Schwachstelle ist. Das sieht man nämlich anhand meines Sticking Points. Ich komme immer von der Brust weg, aber kurz vorm Lockout krepel ich ab. Und das deutet nämlich darauf hin, dass der Trizeps schwächer ist, weshalb ich den definitiv in der nächsten Offseason ordentlich auftrainieren werde. Ich bin wieder zu Hause und wir haben einen neuen Mitbewohner. Hubertus! Hubertus, die Hydropflanze. Ja, mal was ganz anderes. Die gießt man nicht, da macht man irgendwie nur Wasser unten in den Topf. Dann saugen die sich voll, dann lässt man sie ein paar Tage in Ruhe und dann gibt man wieder Wasser rein. Ziemlich simpel. Den kleinen Freund wollte ich schon die ganze Zeit von meinen Eltern mitnehmen, ich kann mal wieder vergessen. Ja. Also alles cool, Schorsch läuft. Zündkerzenwechsel war auch easy. Nicht schief gelaufen. Die alten Zündkerzen sahen gar nicht mal so scheiße aus. Mein Vater macht die jetzt sauber. Kann man theoretisch nochmal nutzen. Ich finde jetzt nicht, dass er wesentlich anders anspringt. Also ich glaube, so fährt das jetzt ohne gebracht. Aber war interessant. Auslesegerät funktioniert auch. Ist auch nichts im Fehlercode irgendwie. Ist nichts drin. Alles supi, Batterie, alles supi. Also Schorsch läuft. Ja. Mein neuer Rechner, den haben wir heute auch ready gemacht. Mein Bruder hat mir alles raufgespielt. Das Videoschneideprogramm ist drauf. DaVinci Resolve. Ja, hätte mir ja mal jemand sagen können, dass das in Englisch ist, ne? Ich dachte, das kann man in Deutsch einstellen. Digga, nein! Egal. Also ist jetzt nicht so, dass ich grottenschlecht in Englisch bin, aber wenn du dich nicht täglich mit Englisch beschäftigst, dann ich werde viel mit Übersetzer, glaube ich, davor sitzen, um erstmal zu wissen, was ist damit gemeint oder wo finde ich die Funktion, die ich gerade suche. Mein Bruder hat mir aber auch die App raufgespielt, die ich eigentlich auf meinem Handy die ganze Zeit genommen habe zum Schneiden, weil der hat so ein Programm, womit du Apps auf dem PC rüberschieben kannst. Und dadurch kann ich im Notfall auch das alte Programm wieder nutzen, mit dem ich damals geschnitten habe, also die alte App. Falls ich mal Zeitnot habe, kann ich darauf noch zurückgreifen. Habe ich die Option nämlich auch noch. Finde ich gar nicht so verkehrt. Aber jetzt geht's erstmal ins morgige Training. Wir sliden vor zum Samstag. So Leute, und willkommen zurück. Da sind wir auch schon wieder im samstäglichen Training der Einheit 4. Heute mal kein Autoschraubi-Schraubi, sondern dafür Sumi-Sumi. Tia Sumo, yo. Ihr seht hier den letzten Aufwärmsatz jetzt mit 105 Kilo. Also ich kann schon mal spoilern, die Einheit war verdammt gut. Also ich hatte jetzt echt wirklich lange nicht mehr so eine gute Einheit. Es war zwar sau warm, aktuell so 24 Grad draußen, für mich gefühlte 34, also das ist schon fast zu warm für meine Dreifaltigkeit. Aber die Einheit lief gut. Also beim Sumo-Topsatz, den wir jetzt gleich sehen, also 110 habe ich ja beim Sumo auch schon gehoben.
Allerdings habe ich die tatsächlich, würde ich sagen, noch nie so gut gehoben wie an dem Tag hier. Die waren das erste Mal wirklich richtig schön kontrolliert und richtig schön mit einer sehr, sehr guten Grundspannung, die sich auch durchweg durch jede Wiederholung gehalten hat. Das hatte ich tatsächlich so noch nie. Die kommen natürlich, oder die sind natürlich sehr schwer vom Boden gekommen. Aber man weiß ja, ein guter Sumo soll genau so sein. Langsam vom Boden und dann explosiv im Lockout. Und die waren wirklich richtig schön. Also mit meiner Hüfte ist das immer noch so ein Ding. Die positioniert sich dann irgendwann ab der zweiten Rap. Aber prinzipiell waren die wirklich super kontrolliert. Die 110 waren ja auf jeden Fall auch ein gut gewähltes Gewicht. Eigentlich wollte ich nämlich mehr machen. Ja. Also ich schreibe mir immer vorab so die Gewichte hin, die ich an dem Tag machen will. Aber nicht immer ist das halt von der Tagesleistung her machbar. Ne? Nicht immer fühlst du dich danach oder bist dafür ausgelegt. Das waren jetzt hier das Backoff-Single mit 105 nochmal. Also ich muss halt gerade, wenn ich in der PMS bin oder in der Menstruationswoche, immer autoregulativ manchmal die Gewichte an dem Tag dann doch nochmal anpassen. Und hier spielte jetzt halt schon die PMS mit rein, wo die Leistung eh immer ein bisschen schlechter ist, wie man sagt. Also für mich ist zumindest alles schwerer gefühlt. Ich glaube, die Leistung bricht, wie gesagt, bei mir gar nicht so krass ein. Das hatte ich auch schon mal erwähnt. Aber an dem Tag war es halt auch noch zusätzlich höllisch warm, ne? Und ich wollte eigentlich ursprünglich 113,5 im Topsatz machen, aber letztendlich war ich mit den 110 dann doch besser im Rahmen von der Aria 2,0 an dem Tag. Zumal ich mich auch an dem Montag im SPD da schon ordentlich weggeschossen hatte, ja. Also hier ging es halt auch ein bisschen darum, das Ermüdungsmanagement noch ein bisschen low zu halten, bevor wir halt in die Ballerwoche reingehen. Weil Ziel ist es ja letztendlich in der Ballerwoche dann großteils immer eine Aria 1,0 oder ich glaube, ich habe auch irgendwo 1,5 dabei zu treffen. Das heißt, da sollen die Gewichte höher sein und da dürfen sie dann auch höher sein, weil danach ist eh dann die Deload-Woche, ne? Und diesmal war es halt bei mir so, dass ich in der Momentum-Woche dann doch eher kleinere Steps machen musste, als wie ich sonst immer gemacht habe. Wie gesagt, schon allein durch den Zyklus, ne? Durch die PMS. Das ist hier der Topsatz mit 56,5 in der Tempobank. Und das Backoff im Ramp-Up zu einer Aria 3,0. Hier habe ich jetzt diesmal mit den 47,5 angefangen auf 3 Reps. War noch keine 3,0. Das heißt, ich bin danach auf 50 Kilo hochgegangen. Ja, und die Tempobank kann ich auf jeden Fall sagen, ist aktuell der schwerste Bankdrücktag tatsächlich. Nochmal schwerer als bei der Wettkampfbank tatsächlich. Aber ich bin hier auch technisch viel besser. Also ich glaube, ich werde einfach auf den Wettkampf im Tempo heben. Im Tempo drücken. Fühlt sich für mich tatsächlich viel sicherer und stärker an. Ja, bin mal gespannt, wo wir hier noch rauskommen bei der Tempobank dann. Ja, dann noch unsere hübschen Assistenzübungen. Wie schon erwähnt, wieder mit dabei die Beast-Dance. Diesmal dann jetzt mit 16 Kilo, sind wir mal ehrlich, vom Gewicht her eigentlich immer noch zu leicht. Ich könnte hier bei Weitem mehr Gewicht nehmen. Allerdings ist die Rap-Zahl für mich doch bei der Übung echt deutlich anstrengend. Also ich puste danach wirklich wie so Maikäfer, ne? Und wie gesagt, Ermüdung wollte ich jetzt hier auch nicht komplett all over gehen, weil ich ja nächste Woche noch die schwere Woche habe, ne? Also mal gucken, nächste Woche können wir aber bei den Beast-Dance auf jeden Fall schon mal weitaus mehr Gewicht nehmen, ne? Ja, dann danach der Latzug mit mittelbreiten Griff. Ich habe ja eigentlich so einen schönen MacGriff-Nachbau. Der liegt auch im Auto, den transportiere ich schön mit mir rum, aber ich habe keinen Bock, den mit ins Gym zu schleppen, Leute. Ich habe einfach keinen Bock, ich schleppe schon so viel Zeug mit. Und die Art und Weise, wie ich mir den hier gebaut habe, funktioniert super. Also man braucht eigentlich nur diese SZ-Stange, die man zum Curlen auch nehmen kann für den Kabelturm. Und da hängt man sich dann halt diese zwei Schlaufen-Triangelgriffe ran und fertig. Ja, danach gab es dann nur noch die Bizeps-Curls, die habe ich aber nicht mehr gefilmt. Und nochmal 15 Minuten Spinning an dem Tag und dann war es das auch schon. Leute, es gibt noch was zu berichten. Das darf ich hier natürlich nicht vergessen am Ende des Videos. Also alle, die bis jetzt geguckt haben, die haben
einem Vorteil, die kriegen es nämlich mit, alle anderen nicht. Aber gut, die meisten wissen es wahrscheinlich eh schon von Insta. Der Startplatz bei der LM ist safe. Gina wird im August die LM machen, ihre erste LM in Schleswig-Holstein. Das Ding ist safe. Ab jetzt kann das Training ernst genommen werden. Nein, Spaß beiseite, das sollte man immer ernst nehmen. Ne? Aber jetzt weiß ich, dass ich auf ein Ziel wieder hinarbeite. Und das ist natürlich nochmal ein Motivationsfaktor. Ne? Also Leute, ab jetzt geht die Reise richtig los. Bis zum nächsten Video. I'm feeling alright, I'm feeling alright.